So ein Nachtrag. Falls das hier doch mal irgendwann veröffentlicht werden sollte. Ja. Ich hatte tatsächlich am ersten Tag schon den Gedanken, dass ich das auf jeden Fall auf Video alles festhalten muss. Allein schon für mich selber. Damit ich darauf zurückgreifen kann, weil wenn ich erstmal wieder in diesen vier Wänden bin und die Komfortzone da ist, will ich nicht schon wieder festsitzen und irgendwie mich abhängig machen und wochenlang warten, dass eine nächste Reise losgeht. Ja, ich habe auch so ein paar Aufnahmen gemacht und ich mache natürlich sowieso viele Fotos und Videos. So eventuell lässt sich das nachträglich noch alles dokumentieren, wie das so war und ist und keine Ahnung. Mir ist auf jeden Fall wichtig, darum eigentlich der Nachtrag zu sagen, dass ich ja mega happy irgendwie bin. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Video vorhin so rüberkam oder kam es so rüber oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mich die Tage bewegt, die ganze Zeit und was ich anderen Leuten schreibe, ist, dass ich, ja, dass es halt total einfach ist, dass ich nicht verstehe, warum es so einfach ist und warum ich so entspannt schlafen kann und entspannt in meinem Zelt bin, selbst wenn da draußen irgendwie jemand rumläuft. Und dass alles so, ja, dass alles so einfach ist und dass ich immer wieder Momente habe, wo mir die Tränen in die Augen kommen, weil ich so, weil ich mich so freue. Ich bin so, ja, dass ich diesen Satz sagen kann. So, ich lebe und mache das jetzt einfach gerade, was ich die ganze Zeit, wovon ich die ganze Zeit träume. Und ich versuche es mir die ganze Zeit klar zu machen, du machst das gerade. Du jetzt gerade, du machst das. Du bist aber auf Bike in Person. So, du machst es auch einfach alleine. So, da kam auch nochmal viel Inspiration hoch. Und ja, vielleicht war es jetzt jahrelang nicht möglich, aber vielleicht bin ich genau jetzt soweit. Alle möglichen YouTuber und Affe und keine Ahnung haben dazu beigetragen. Und natürlich meine ganzen eigenen Reisen. Ich meine, ich reise schon relativ viel seit 2018 im Vergleich zu jetzt irgendwie, keine Ahnung, der normale Arbeiter oder so. Ja, für meine Familie bin ich die Weltenbummlerin und ich vergleiche mich halt immer nur mit den ganzen Mädels, die mit 20 und schon alleine mit ihrem Backpack nach Thailand gehen und keine Ahnung was machen. Sowas habe ich halt alles noch nicht gemacht. So typisch Thailand-Backpacking, Jahr lang nach Australien oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann kam Corona und dann war so, vielleicht hat es da angefangen, nochmal so richtig Druck auszuüben. So, bumm, scheiße, Grenzen dicht. Wo wollte ich eigentlich überall nochmal hin? Geht das jetzt nie mehr? Das, was für alle immer normal war, auch Backpacking Thailand und hier und da. So, wie alt war ich? Was habe ich immer gedacht? So steht es mit meinen 28 Jahren fest, dass ich jetzt nie wieder aus Deutschland rauskomme und das nie wieder machen kann. Möchte wenigstens einmal im Leben irgendwie nach Indien. Südamerika würde ich gerne sehen. Ach ja. Glücklich. Darum ging es, ne? Ich bin super happy. Ich habe gerade eine gute Phase an sich, was so meinen Zyklus betrifft, wovon ich immer sehr abhängig bin. Das Timing hat einfach super gestimmt mit den Sachen, die ich dabei habe. Ich habe auch natürlich mehr Sachen dabei gehabt, weil ich aufs Wohnmobil so gepackt habe, fürs Wohnmobil gepackt habe, ne? Wo ich dachte, okay, nimmst du halt nochmal eine Hose und noch einen Pullover, was ich sonst nicht gemacht hätte. Und selbst da hat sich alles gefügt und ich konnte das von Bekannten, von der Bekannten, bla bla bla, irgendwie so in Norwegen unterbringen. Mit so einer ganz coolen Aktion hier, mein Zug nach Trondheim hält wo die wohnen und der hält dann nur 2 Minuten und die haben die Zeit so spontan und kennen mich gar nicht und kommen da zum Bahnhof und treffen uns an der Zugtüre und ich gebe da mal eben eine Tasche durch und also total crazy.
Es fügt sich alles, wenn du startest, es fügt sich alles, absolut. Das ist auch heute wieder so, ne? Bahnhofstoilette, ohne Kreditkarte wieder kein Zutritt. Und dann habe ich eine Frau gefragt, ob es möglich wäre, weil ich keine Kreditkarte habe, ob sie mir das ausgeben könnte. Das kostet nur irgendwie 10 Kronen, also 86 Cent. Und dann hat sie mich halt auf die Toilette gelassen und es war mir halt so, oh, das ist, ja, also es ging mir gar nicht so um die Toilette, weil kurz danach saß ich ja dann in meinem langen Zug hier hoch, der 7,5 Stunden fuhr. Es ging mehr darum, mein Trinkwasser aufzufüllen, weil ich schon gestern damit so wenig irgendwie gehaushaltet habe und dann, also ich hatte richtig, richtig Durst und wollte, bevor der Zug fährt und so lange fährt, auf jeden Fall meine Trinkflasche auffüllen, weil ich nichts kaufen möchte und im Zug so teuer dann ganz recht nicht. Also und von der Toilette im Zug würde ich ihr abraten, das zu trinken. Es steht, glaube ich, auch dran, dass es nicht zum Trinken da ist und also ich fülle meine Flasche immer an Toiletten eigentlich meistens auf oder so habe ich es jetzt mal gemacht und dann mache ich gerne. Ich trinke eh Leitungswasser und ja, komme so mit möglichst wenig Geld rum, weil das natürlich auch eine Challenge ist auf der Reise jetzt. Ja. Deswegen ging es jetzt auch so schnell in den Norden. Schnell in den Norden, vielleicht für alles andere Essen und so, keine Ahnung, reicht das Geld gar nicht so lange und dann war ich wenigstens im Norden. Nordkap würde ich noch gerne ansteuern, aber mal gucken. Interrail endet ja quasi hier, weil es der nördlichste Bahnhof ist. Und ja, die Bustickets sind, glaube ich, eher teuer. Muss ich mal durchrechnen, wenn ich die Lofoten durch habe. Ich nehme mir mal vor, dort zu trampen und nicht den Bus zu nehmen. Alleine auf den Lofoten könnte ich es mir zutrauen. Ich glaube, da könnte es gut funktionieren. Eins nach dem anderen. Ja. Bin schon sehr sparsam. Ich lebe seit Jahren sehr natürlich, sehr minimalistisch, sehr alles anders als irgendwie alle anderen. Also ja, so viel noch zu mir. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich glücklich bin. Ja, bin ich?